Das wäre schon recht interessant. Ah, so. Ein Hinterhalt. Hey, Menschlein, hier unser Jagdgebiet für euch. Ergeben, sonst dann auf die Klatsche. Wieso muss ich gerade jetzt an Dante und Thorn denken? Ja, ja, wir ergeben uns ja schon. Ergeben, Paar, wir kämpfen. Lass uns verhandeln. Wir kämpfen. Gegen uns habt ihr keine Chance. Flammenschlag. Und? Jetzt stirbt der Erste. Und ein Angriff und du stirbst. Finden wir hier irgendwas? Nö. Okay, ich habe die Befürchtung, dass das hier der Eingang ist, wo es zur Düsterburg geht. Ich will hier einfach mal reinschauen. Da ist ja noch einer von der Sorte. Der hat uns beobachtet. Jetzt wird er seine Leute informieren. Ich fürchte, wir haben einen ziemlich großen Ärger am Hals. Geht's da runter? Nein. Dann sehen wir uns erstmal hier um. Wenn er eh schon seine Leute informiert. Da würde es weitergehen. Vielleicht hätten wir doch nicht unbedingt angreifen sollen. Vielleicht hätte es Verhandeln auch getan. Orks sind größte und beste und stärkste und hungrigste. Naja. Flammenschlag. Du greifst an. So, stirbt der Erste jetzt? Nicht ganz. Okay, ich glaube, mit einem Rundumschlag könnte es gewesen sein. Ich glaube eher ein Rundumschlag und ein... Ja, okay, der Blitz. Ich habe Blitze gemacht? Wollte ich nicht eigentlich Flammen machen? Also Flammen hätte sie jetzt getötet, aber egal. Drum sind noch mehr. Was ist denn hier los? Ah, verstehe. Je näher wir an einer Licht sind, desto mehr gewöhnen wir uns daran. Wir euch hacken in Kleinteile und dann Futter für Wölfe. Ah! Rundumschlag, Sternenschauer, Flammenschlag und Attacke. So, und der Erste stirbt jetzt, hoffe ich. Ah, nicht ganz. So, ich glaube, es reicht, wenn ich so mache. Yep. Oh, nein, jetzt weicht er aus. Der wäre gestorben, wenn er nicht ausgewichen wäre. Tank eingesagt. Wölfe. Tja. Euch wird es gleich schlechter gehen. So, ist Flammenschlag effektiv? Ja, würde ich jetzt schon mal meinen.
Aber das ist effektiver. Und tötet alle. Wolfspelz, wie gesagt, Dankwart hat Stufe 32 erreicht und heilige Melodie gelernt. Was macht denn das? Melodie ist doch normalerweise was für Tarius. Eine heilige Melodie. Okay. Ja, gehen wir hier wieder raus. Es sind noch mehr Orks. Hier kommt keiner durch. Wir kämpfen, wir siegen. Ja! Nur zwei? Da waren aber vier. Bin ich jetzt mal aus. Auf einen. Dankbar zum einem heilige Melodie. Wow. Ist vermutlich für Vampire oder so. Machen wir lieber den Sternenschauer. Okay, dann ist er auch schon tot. Noch ein Heiltrank angesagt. Tarius hat Stufe 27 erreicht. Wir kämpfen bis letzte Ork. Ah! Ja, das kennen wir schon. Wie ein bisschen wenig Schaden war das gerade. Aber naja. Holt aus und trifft nur zwei. Ui, Tarius ist fast tot. Dankwart sollte vielleicht eine Allheilung mal sprechen. Und Libra und Tarius greifen den Ork dann an. Nein, jetzt weicht er aus. Wenn er nicht ausgewichen wäre, das hätte er gereicht. Hätte sogar für die beiden gereicht. Dann hätte Grandi sie alle mal getötet. Zwei Heiltränke eingesackt. Okay, da ist nichts. Hier geht es nach oben. Wir machen kleine, feine Schnitzelchen aus euch. Ja! Ork-Häuptling und große Orks. So, ich mache ich fertig. Ich kenne jetzt schon so Hautfarben-Orks, grüne Orks und rote Orks. Was sonst noch für Orks-Sorten gibt. Dreimal ausgewichen. Der hätte ja auch gleich normal angreifen können. Halt. Okay. Da sind sie auch schon hin. Angesagt. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Keiner mehr da. Ich denke, wir haben alle. Da geht's nach unten. Ich hoffe, es war das Richtige, sie zu töten. Speichern kann ich hier nicht. Was sind wir denn hier? Hier habe ich mir schon gedacht, dass wir so weiterkommen. War da gerade ein Grafikbug? Ja. Ha. 4000 Taler gefunden. Und weiter geht's hier nicht mehr, oder? Nein. Dann zurück. So, gibt es hier oben noch was?
Nein, nur die Nymphen. Bin ja mal gespannt. Hui, hui, hui. Das ist aber mal ein hübscher junger Bursche. Ist es dein Heiltrank in deiner Hose? Oder freust du dich nur, uns zu sehen? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du vielleicht nicht, Granny, aber ich habe das sehr wohl verstanden. Pass bloß auf, du Schlange, sonst kriegst du das mit mir zu tun. Keine Sorge, Kleine, ich würde dir deinen Liebsten schon nicht ausspannen. Jetzt sorge das harte, handfestere Kost. Aber ihr seid sicher nicht gekommen, nur um ein Pläuschen zu machen. Was wollt ihr? Wir wollten euch nur mitteilen, dass sich das Problem mit den Orks weiter oben erledigt hat. Wir haben den Stamm ausradiert. Ihr habt was? Seid ihr noch bei Sinnen? Freut ihr euch nicht darüber? Ich meine, es sind doch nur ein paar schweinsnasige Wilde. Seid nicht ganze Bilde. Wir mögen die Orks vielleicht nicht unbedingt. Und sie sind uns noch weniger. Und sie uns noch weniger. Aber wir benötigen sie zum Erhalt unserer Rasse. Ohne sie ist unsere Art zum Untergang geweiht. Dafür werdet ihr bezahlen. Ups. Schlangenfrauen. Okay, wir haben das Falsche getan. Tut mir leid. Kugelblitz vielleicht? Okay, es macht nur etwa 60, 50 bis 60. Ha, ausgewichen. Ja, viel Schaden machen die auch nicht. Ui, Tarius ist fast hin. Da sollte Dankwart vielleicht mal eine Allheilung wieder machen. Libra versucht es jetzt mal mit Schnee. Stimmt, du greifst an. Ja, das macht Schaden. Oh, und da ist auch schon die erste hin. So, dann Sternenschauer, Flammenschlag, was macht das? Wie viel Schaden? Okay, Schneesturm wäre besser gewesen. Schamanenstab eingesackt. Haarlocke eingesackt! Wir haben die Haarlocke gefunden! Ob wir die wohl nur so finden konnten? Vielleicht hätten wir handeln sollen. Dann hätten wir sie vielleicht auch bekommen. Ah, das tut mir jetzt fast leid. Wir haben einen ganzen Orkstamm ausradiert und Schlangenfrauen ausgerottet. Also eine ganze Art. Was ist eigentlich mit Schamanenstab? Bestimmt für Libra. Schamanenstab, genau. Wir bleiben beim Mithrischild. Den Schamanenstab. Ja, können wir den im Kampf auch ausrüsten? Das wäre wirklich super. Soll ich jetzt erstmal nach draußen und speichere? Dann gehe ich hier nochmal nach oben. Was? Puh, das hat wehgetan. Eine magische Wand. Ich sehe derzeit keinerlei Möglichkeit, da durchzukommen. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Okay. Dann. Halt. Warte mal, jetzt wo wir auch diesen Trick hier können, vielleicht kommen wir ja irgendwo über einen Fluss. Über den Fluss drüber. Ach, der hängt da. Halt, das ist nur einer. Ja doch, machen wir ein Stoßgebet. So, du stirbst, Ogre! Komm schon, Dagwart, mach ihn fertig! Oh, er lebt noch. Und Libra hat keinen Mana mehr. Heiltränker gesagt, Grendi hat Stufe 32 erreicht, Libra Stufe 28. Okay, hier nicht.
Okay, wir haben jetzt die Haarlocke. Was uns noch fehlt, ist der letzte Steckbrief. Ach, wenn wir eh schon mal hier sind, heilen wir uns mal schnell, indem wir schlafen. Hallo, seid ihr jetzt da? Ja! Ist der andere hier unten? Nein? Es ist so schön, endlich mal wieder arbeiten zu dürfen. Er ist dann vermutlich oben. Oder? Ja! Ach, Herr Dankwart. Es ist schön, endlich wieder eine Aufgabe zu haben. Und was sagst du, Zwerg? Ich bin euch ja so dankbar, dass ihr Bertha und Rüdiger überreden konntet, hier zu arbeiten. Ohne sie würden in spätestens 2 Wochen wahrscheinlich überhaupt keine Gäste mehr kommen. Schlafen. Wir hätten echt verhandeln sollen bei den Orks. Ups, nix. Schade. Naja. Andererseits haben wir da doch viel Erfahrung bekommen. Nun, Freunde, seid ihr schon fündig geworden? Das müsste sie doch sein, eure Locke. Und nicht ein einziges Haar angesenkt. Da wird sich eure Dame aber freuen. Nun denn, ich riskiere zwar meine Rente damit, aber ich habe es versprochen. Nehmt dann also mal den Kompass von Mylos aus meiner Hand. Das große Geheimnis der Labyrinthwächter. Er wird sein ein strahlender Fingerzeig in der Dunkelheit. Oh, ein Kompass für Stirnnacken-Labyrinthe. Das ist dir mal ein nützliches Geschenk. Sei höflich und sag Danke, Schatz. Danke, Schatz. Wohl dann. Jetzt kann ich endlich abreisen. Hab noch einmal 1000 Dank. Minotischen Kompass erhalten. Der wirklich Flügel. So, noch ein wenig verschnaufen und dann geht es auf Richtung Heimat. Ach, da sind noch ein paar Orks. Die holen wir uns. Jetzt möchte ich mal nachsehen. Könnte ich denn tatsächlich... Ach, das müsste ich ja mit Libra testen. So, Libra, könnte ich denn... Nein, könnte ich nicht. Na egal, dann machen wir so weiter. Okay, und jetzt... Sterbt! Das war einfach. So. Was wollte ich denn machen? Ach genau. Ich wollte nachsehen, ob ich mit dem Kompass jetzt weiterkomme bei der Wasserhöhle. Ah, da war noch ein Oger. Den holen wir uns später. Kann ich den eigentlich so benutzen? Nein. Okay. Funktioniert nicht. Dann... Tja, dann gehen wir mal hier weiter. Wo ist es denn hier? Halt, nein, ich wollte ja sehen, ob ich hier irgendwo über den Fluss rüberkomme. Fange ich am besten gleich mal hier unten an. Ganz unten. Nö, bei dem nicht.
Ja, okay, da wäre es ja auch sinnfrei, weil wir einfach die Brücke benutzen können. Aber hier kommen wir auch nicht durch. Nein. Und hier? Nein. Dann ist hier das Gebirge. Naja. Auch hier komme ich nicht rüber. Da ist auf der linken Seite der Gebirge. Hm. Sieht nicht sehr gut aus. Nein. Na gut, dann gehen wir in Richtung Burg Rabenstein. Und hoffen, dort den letzten Steckbrief zu finden. Speichern. Naja, er ist hier zumindest nicht wirklich. Hier vielleicht. Hier wird er irgendwo sein, da bin ich mir fast sicher. Denn wo sonst? Oh, wir sind schon auf Burg Rabenstein. Und hier ist nirgends ein Zettel. Naja. Dann hier nochmal speichern und dann werde ich hier Schluss machen. Wir haben jetzt in dieser Aufnahme eigentlich nur Nebenquests gemacht und sonst gar nichts. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder vermutlich im Schloss. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Nebenquests, wenn ihr mir die Kommentare dazu geschrieben habt. Ansonsten sehen wir uns beim Morgen wieder in einer neuen Aufnahme. Frisch und munter. Bis dahin. Ciao.